So, hallo zusammen, vielen Dank, Stefan und Tim, sensationelle Veranstaltung, Daumen hoch, großen Spaß gemacht bis hierhin und ja, hungrig, mutig, das ist mein Stichwort, da komme ich dann ins Spiel, Headhunter, Investor, Netzwerker im Digital Health Bereich und wir gucken ein bisschen durch die HR-Brille auf das ganze Thema, manchmal so ein bisschen von oben auch und ich habe heute sehr interessiert in den Diskussionen gefolgt, mir sind zwei Thesen konnte ich herauskristallisieren. Das eine ist, es wurde schon so ein bisschen angeteased öfter mal, Einkauf muss oder sollte vom Beschaffer zum Gestalter werden und vielleicht auch zum Treiber der Veränderung. Ist nicht vielleicht nicht die erste Abteilung, an die man so denkt, wenn man sagt, Veränderungen werden getrieben, aber ich glaube, heute dieses Forum zeigt, dass das geht, dass das Spaß macht. Ja. Und dann haben wir das Thema auch wieder Attraktivität für Nachwuchs. Ja. Wenn wir sagen, wir sind Gestalter und weniger Beschaffer, dann haben wir auch wieder die Attraktivität für den Nachwuchs und Stichwort Employer Branding. Das ist das eine, weil ich glaube, irgendwann wird es vielleicht eine KI-basierte Plattform geben, die mir auf Knopfdruck weltweit den besten Preis raussucht für irgendein Produkt. Und dann muss ich nur noch sagen, ich will das in 3 Wochen nicht haben. Dann muss natürlich auch Einkauf eine breitere Basis an Funktionen übernehmen, um diesem gestalterischen Aspekt gerecht werden zu können. Das ist die eine These. Die zweite These, warum nicht sollte der Einkauf auch Digital Health einkaufen? Das heißt, müssen wir oder sollten wir nicht auch Softwarelösungen einkaufen, um zu checken, wie ist das mit der Interoperabilität, wie passt das bei uns rein und natürlich auch da den besten Preis zu generieren. Ja, also müssen wir nicht noch viel mehr mit dem CDO, mit dem CIO zusammenarbeiten, um auch Digital Health einkaufen zu können und da wieder Treiber der Veränderung zu sein. Insofern glaube ich, spannende Themen für den Einkauf. Macht viel, viel Spaß, diese Veränderungen, diese Dynamik hier mitzuerleben. Bin gerne Teil des Ganzen, freue mich auf Vernetzung über LinkedIn und Xing. Und ja, dann grüße ich jetzt nochmal meine Mama und wünsche eine ganz tolle weitere Veranstaltung und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.